Wir sind heute zu Gast in einer Stadt, die dieses Jahr 1225. Geburtstag feiert. Und es ist nicht der einzigste Anlass zur Freude für Unterschleißheim, denn vor 10 Jahren wurde Unterschleißheim zur Stadt erhoben. Hier vor den Toren Münchens hat sich ein Hightech-Standort etabliert, der seinesgleichen sucht. Allerdings hat sich Unterschleißheim gleichzeitig auch den Charme einer Kleinstadt erhalten können. Herzlich willkommen zu den Impressionen. Was gefällt dir denn an Unterschleißheim besonders gut? Dass hier so schöne viele Bäume wachsen und dass hier alles so schön ist und dass hier so viele Spielplätze sind. Es gibt hier viele schöne Häuser und sie kosten auch nicht so teuer. Dass hier viele Sportvereine sind und dass man hier viel lernen kann. Gehst du selber auch in Sportverein? Ja. Was machst du denn? Da turnen wir am Reck, spielen ganz viele Spiele. Also ich finde es schön, dass es hier viele Pflanzen und Bäume gibt. Was gefällt dir denn an Unterschleißheim besonders gut? Ja, hier gibt es halt schöne Spielplätze, schöne Pflanzen und hier gibt es auch eine Bücherei, das finde ich auch ganz toll. Ich finde halt gut, dass wir jetzt ein neues Haus haben hier und viel zum Klettern haben. Einen schöneren Ort hätten Sie sich nicht aussuchen können. Seit 1225 Jahren gibt es Unterschleißheim jetzt. Sie sind seit 1989 Bürgermeister. Wenn Sie jetzt hier so durch die Gemeinde wandern, sind Sie dann stolz? Ja, es erfüllt dann schon mit Zufriedenheit, wenn man sieht, dass sich die Kommune zu einer Stadt entwickelt hat, die immer noch den bürgerlichen Anspruch hat, dass man sich wohlfühlt, dass man sich kennt, dass man sich grüßt und dass das immer noch eine Wohngemeinschaft ist, wo man nicht Fremden begegnet. 2010 ist Jubiläumsjahr. Was ist denn da alles geplant oder was ist schon passiert? Ja, wir haben das ganze Jahr viele Veranstaltungen. Wir haben schon mal ein sehr schönes Theaterstück gehabt, wo unsere Gfüldner Bühne aufgebaut hat und durchgeführt hat. Also ganz toll, die verschiedenen Zeiten, wo die Gründung war, vom SLIU bis heute in der Jetztzeit. Aber dann haben wir natürlich jetzt am Ende Juni, Anfang Juli ein großes Fest gehabt und am 27., 25. Juli ist das große Stadtfest. Da ist natürlich da in dem Park, in der anschließenden Bezirksstraße, überall Buden aufgebaut, unsere Vereine sind aktiv, die bieten ihre Leistungen mit an, wobei das bis dahin geht, dass da Baumstriezel gebacken werden von den 7 Bürger Sachsen, was also unsere Bürgerinnen und Bürger immer dankend annehmen. Also Kapellen spielen, also moderne Kapellen, Jazz-Vormittag ist eingeplant und abends ist dann im Bürgerhaus auch noch bis in der Früh Betrieb in der Disco. Also für Jung und Alt ist hier gesorgt und nebenbei können die Kinder auch nur angenehm spielen in der Umgebung von so einen schönen Spielplätzen. Auf den Spielplatz kommen wir später nochmal zu sprechen. Ziehen denn alle mit in Unterschleißheim oder ist es eher auch so eine kommunale Sache, die dann eben die Stadt organisieren muss?
Also wir sind natürlich als Organisator gefragt, aber es ziehen unsere Vereine da unheimlich mit. Das muss man so sagen, die lassen uns da nicht im Stich, sondern im Gegenteil, jeder versucht dann da sein Bestes mitzugeben. Die haben auch zum Fasching einen 1200-Jahres-Faschingszug mitgestaltet, mit den verschiedenen Wagengruppen zugeordnet, von Slio angefangen bis zur Moderne. Herr Zeidler, jetzt nähern wir uns endlich dem Spielplatz. Ist es eines Ihrer Lieblingsprojekte? Ja, es ist eines von vielen Lieblingsprojekten, aber wir haben uns vorgenommen, auch für unsere jungen Familien, für die Kinder, ein entsprechendes Angebot zu starten. Und da haben wir natürlich hier sehr modern, aber auch bodenständig die Spielplätze mit umgestaltet. Haben Sie hier viele junge Familien oder viel Zuzug junger Familien? Wir haben schon sehr viele junge Familien. Wir haben einen Zuzug von jungen Familien. Wir haben sehr viele Arbeitsplätze, ca. 14.000 am Ort. Und da ist natürlich auch der entsprechende Wechsel und Zuzug immer wieder, auch von jungen Familien. Es kommt sicherlich auch daher, dass wir natürlich auch für die jungen Familien großartige Angebote haben, bis zu den Kinderhäusern, wo wir vom Kindergarten, von der Kinderkrippe bis zum Kinderhort alles in einem Haus integriert haben. Das haben wir auch bei uns, sagen wir mal, in Unterschleißheim als erstes praktiziert und ist mittlerweile auch bayernweit so ein bisschen ein Standard geworden. Eins dieser Kinderhäuser besuchen wir ja auch nachher noch. Inwiefern ist es denn für Sie ganz besonders wichtig, auch dass viele junge Familien hierher kommen? Ja, es ist einmal wichtig für unsere gesamten Arbeitsstätten, für die Betriebe, für die Firmen, dass wir hier auch die entsprechenden Fachkräfte letztlich mit ansiedeln können und die auch mit vor Ort sind. Und was natürlich auch noch wichtig ist, dass man keine Schlafstadt wird, sondern dass man eine attraktive, aktive Stadt letztlich ist, in der sich alle wohlfühlen und jung und alt, sagen wir, miteinander hier leben können. Vorhin haben Sie mir auch noch verraten, es ist ja auch noch ein neues Projekt in Planung. Es wird noch einen neuen Badesee geben demnächst. Ja, es gibt den überörtlichen Verein, Erholungsflächenverein München, und in dem sind wir Mitglied. Und da wird in Eching ein Badesee, ein Baggersee, der entstanden ist, umfunktioniert in einen Erholungssee. Da werden im Moment die Parkplätze, die Liegewiesen gestaltet, und ab nächstes Jahr soll der eröffnet werden, wobei das jetzt schon ein Geheimtipp ist und sich so auch viele Münchner schon in dem Bereich bei so schönen Tagen wie heute natürlich besonders erfreuen. Sie haben gerade schon erwähnt, es ist ein überkommunales Projekt. Auch die Nordallianz ist ja ein überkommunales Projekt. Ist es wichtig für den Erfolg von einer Gemeinde oder für den Lebenswert von einer Gemeinde oder Stadt, sich auch überkommunal zu engagieren? Ja, wir sind natürlich hier in einem Lebensraum, wo eine Stadt ja nicht alles vorhalten kann. Und darum ist es ja wichtig, dass man so interkommunale Projekte letztlich mit auf den Weg bringt, gemeinsam, sagen wir mal, hier die Rahmenbedingungen mitschafft, gemeinsam investiert, um, sagen wir, für alle in diesem Raum dann schöne Lebensbedingungen zu schaffen. Einer dieser neuen Lebensräume, der hier entstehen soll, oder eigentlich, den gibt es ja schon, aber der soll jetzt quasi auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, sind die Heideflächen. Wie weit ist das Projekt und woran hapert es da momentan noch? Also der Heideflächenverein, der sich dieses Projektes angenommen hat, der ist mittlerweile auch schon 10 Jahre, und der Nukleus war quasi die Garchinger Heide. Und als dann der Standortübungsplatz von München, Fredmanninger Heide, aufgegeben wurde, konnte der Heideflächenverein hier 340 Hektar erwerben. Das ist FFH-Gebiet, das heißt Fauna, Flora, Habitat von europäischem Rang. Und hier sollen die Lebensbedingungen für die Natur, für die Landschaft, aber auch der Erholungswert für die Bürger entsprechend angeboten werden. Da bauen wir im Moment gerade ein neues Heidehaus, das heißt ein Bildungsinformationszentrum für Natur und die Umgebung. Und hier wollen wir auch dann, sagen wir, schon den jungen Kindergärten, Schulen entsprechende Bildungsarbeit machen, um den Wert der Natur in diesem, sagen wir mal, Ballungsraum, in der Metropolregion München, auch zu verdeutlichen, dass man also neben den Industrie und Gewerbe und Wohnen natürlich auch nur die Freiräume für die Natur braucht. Der Unterschleißheimer an sich, arbeitet er auch in Unterschleißheim? Das ist wie überall. Also teilweise ja. Teilweise sind wir eine Auspendlergemeinde, aber auch
eine Einpendlerstadt. Also bei uns mit 14.000 Einwohnern, mit 27.000 Einwohnern und 14.000 Arbeitsplätzen können nicht alle vor Ort arbeiten. Jetzt möchte ich noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar Ihre Arbeit als Bürgermeister. Wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, seit 1989 sind Sie im Amt. 2014 oder 2013 endet eigentlich Ihre Amtszeit. Freuen Sie sich auf das Ende oder nicht so sehr? Ja gut, das ist wie bei allen. Natürlich freut man sich auch, wenn man sieht, dass jetzt diese Zeit, wo man entsprechend die Schaffenskraft hatte, dann einmal auch die Bereiche Hobby im Vordergrund stehen. Aber natürlich ist auch ein bisschen ein wehmütiges Geschehen. Aber ich glaube, da komme ich gut damit zurecht. Sie sind ja persönlich Mitglied der CSU. Aber es gibt ganz viele Städte und Gemeinden, in denen sind die Bürgermeister von den Freien Wählern, also im Prinzip fraktionslos. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen, dass Bayern ja eigentlich grundsätzlich schwarz ist oder schwarz geprägt, aber in den Gemeinden und Städten eigentlich nicht die CSU immer unbedingt die Hosen anhat, sozusagen? Na gut, die CSU ist eine Volkspartei, die also sehr breit aufgestellt sein muss und die sehr vielen Bürgern quasi immer alles recht machen muss. Und das ist ja eine sehr große Bandbreite. Und die freien Bürger, die können sich natürlich ganz spezifisch Lücken immer wieder aussuchen, für die sie sich im Besonderen stark machen. Und das kann die CSU nicht. Und darum gibt es natürlich, sagen wir mal, in unserer Gesellschaft, die immer mehr, leider immer mehr auch zu einer durchaus egoistischen Gesellschaft wird, wo im Vordergrund oft der eigene Rahmen ist und nicht mehr das Gemeingut, die Allgemeinheit rangiert, ist es halt schwierig für so eine Volkspartei, sagen wir, das alles abzudecken. Und darum gibt es natürlich da auch Bürgerinnen und Bürger, die sagen, die vertreten ganz spezifisch meinen Wunsch und deshalb wähle ich die. Und die CSU kann halt nicht alle Wünsche zu 100% vertreten. Die muss immer einen Ausgleich schaffen. Sind Sie mehr CSUler oder mehr Bürgermeister für die Schleißheimer an sich? Also das Parteibuch, so zum Beispiel wie beim Bundespräsidenten, der gibt ja auch sein Parteibuch ab bei seiner Wahl. Fänden Sie das eine bessere Lösung? Ja gut, das Parteibuch abgeben, das passt ja da nicht, weil man ja von der Partei, ob das jetzt CSU ist oder andere Partei, ja auch als Kandidat aufgestellt wird. Und mit diesen Zielen, die ja, sagen wir, hier die Partei vorgibt, ja auch, sagen wir, gewählt wird. Und darum macht es eigentlich keinen Sinn, dann auch das Parteibuch abzugeben. Aber für mich nehme ich schon in Anspruch, dass ich kein Bürgermeister einer Partei bin, sondern eigentlich der Bürgermeister für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Unterschleißheim. Und das auch entsprechend praktiziere. Das wird auch honoriert, wenn man sich hier in Unterschleißheim umhört. Dann hört man solche Worte für Sie wie Visionär. Sehen Sie sich selber auch als solcher? Ja, man hat natürlich schon auch die Aufgabe, in so einer großen Stadt ein bisschen in die Zukunft zu denken. Und da kann man natürlich dann oft als Visionär bezeichnet werden. Aber ich würde mich eher schon als Realpolitiker bezeichnen, weil auch wenn man real in die Zukunft schaut, dann weiß man, an welchen Stellen man ansetzen muss, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Und deshalb eher auch ein gewisses Maß an Realpolitik. Und keine Traumtänzerei und auch den Bürgern nicht was versprechen, was man dann nicht halten kann. Das ist also sehr wichtig, dass man immer auch sagt, das ist möglich, aber wenn was nicht möglich ist, das auch sagt. Herr Zeitler, Sie bauen also keine Luftschlösser, aber Kinderhäuser, und so eins schauen wir uns jetzt noch an. Vielen Dank. In Unterschleißheim, da gibt es 4 Kinderhäuser und auch zahlreiche Kindergärten. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ist das hier ein ganz großes Thema? Das ist ein sehr großes Thema bei uns, nachdem wir ja so viele Unternehmen haben, wo ja auch sehr viele junge Familien arbeiten, ist das natürlich hoch angeschrieben bei uns, sodass wir in den Kinderhäusern nicht nur die Unterschleißheimer Bürgerinnen und Bürger versorgen, sondern auch den Firmen es ermöglichen, dass Firmenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier auch ihre Kinder in diese Kinderhäuser mitgeben können. Nach welchen Gesichtspunkten werden jetzt heutzutage solche Kinderhäuser errichtet? Man sieht es hier
hinter uns. Das ganze Klettergerüst ist voll besetzt. Wie macht man Kinderhäuser heute kindgerecht? Ja, gut, früher war ja das getrennt. Der Kindergarten, der Kinderkrippe war früher nicht so Mode und der Kinderhort. Und wir haben uns dann überlegt, dass eigentlich die Kinder so aufwachsen sollten, wie sie auch in der Familie aufwachsen. Da ist auch keine Trennung zwischen einem Säugling und einem 10-Jährigen oder 11-Jährigen, sondern die versorgen sich ja teilweise sogar selber. Das kann man jetzt natürlich nicht ganz so original in so einem Kinderhaus realisieren, aber die Kinder sind dann schon über viele Jahre zusammen, wachsen also gemeinsam auf und haben dann natürlich auch eine schöne Bindung, eine schöne Kameradschaft, werden nicht getrennt vom Kinderkrippe in ein anderes Haus zum Kindergarten oder dann zum Hort, sondern können hier eigentlich eine ganze Zeit ihres jungen Lebens sich auch schon auf den Ernst der Lage vorbereiten. Und in der Schule geht es ja noch weiter. Viele gehen dann ja auch später in die gleiche Schule. Da sind wir jetzt schon beim nächsten Thema. Die Sommerferien stehen ja auch vor der Tür. Gibt es da in Unterschleißheim irgendwelche Freizeitangebote für die Kids? Ja, da haben wir eine große Aktivität. Das heißt, schöner Ferientag in Unterschleißheim. Und da sind auch wieder unsere Vereine im Besonderen eingebunden. Und da veranstaltet dann jeder Verein unterschiedliche Aktivitäten. Der eine geht mit den Kindern in den Tierpark, der andere geht mit Kindern zum Eisessen, wieder andere besuchen das Museum, wieder andere machen Ausflüge, sodass also hier eine große Vielzahl an Veranstaltungen für die Kinder in der Ferienzeit angeboten wird, die auch sehr gut angenommen wird und gesteuert wird es dann von unserem Kulturamt, vom Forum, dass das ein bisschen geordnet alles abläuft. Genau, es gibt ja nicht nur viele Freizeitangebote eben für die Kinder, sondern auch die Erwachsenen werden in Unterschleißheim ausgiebigst verspaßt. Das Kulturangebot hier ist sehr breit gestreut. Können Sie uns da einen Überblick geben? Ja, wir haben natürlich ein sehr großes Kulturprogramm. Einmal, da wir die Veranstaltungsmöglichkeiten haben über das Bürgerhaus, über das Ballhausforum. Und hier werden natürlich von Theatern im klassischen Bereich, Musikangebote, Operetten, Opern, alles, aber sagen wir jetzt nicht Kübelje-Theater, kann man nicht bieten, aber sagen wir einen schönen Rahmen, um auch solche kulturellen Veranstaltungen das ganze Jahr über bei uns letztlich aufführen zu können. Da investieren wir auch etliches, weil Kultur kostet Geld, also Kultur ist nicht dazu da, dass man Geld einnimmt, sondern da muss man eben auch Geld ausgeben. Aber das ist gut angelegtes Geld, weil sich ja damit auch die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt identifizieren können, wenn sie nicht in die Ferne schweifen müssen, wenn sie einmal ein gutes Kulturangebot wahrnehmen wollen. Jetzt haben Sie mir die Frage schon vorweggenommen. Ich wollte Sie gerade fragen, inwiefern das eben wichtig ist, dass die Bürger auch gemeinsam vielleicht was schaffen. Das muss ja nicht unbedingt was Kulturelles sein, das kann ja auch mit Sport zu tun haben, um eine gemeinsame Identität eben als Unterschleißheimer zu bekommen. Weil der Unterschleißheimer an sich, der hier geboren wird, der wird ja wahrscheinlich in der Minderheit sein, oder? Ja, wenn man die echten Unterschleißheimer Geborenen nimmt, sowieso. Wir haben keine Klinik, sodass die Hausgeburten eigentlich sehr selten sind, sodass im Jahr vielleicht 3 oder 4 echte Unterschleißheimer auf die Welt kommen und die anderen kommen halt dann in München, in Freising oder in Dachau auf die Welt. Aber man will natürlich dann hier die Familie entsprechend betreuen, integrieren. Und dazu haben wir eben dieses große Angebot schon von den kleinen Beruf, Familie zu vereinbaren mit den Kinderhäusern. Dann aber auch kulturelle Angebote, Sportangebote in den Vereinen. Unser SV Lohof hat 14 Abteilungen mit über 4000 Mitgliedern insgesamt. Also auch das zeigt, dass man hier als Stadt viel mit anbietet, weil die Finanzierung dieser Dinge, das ist ja dann wieder städtische Leistung. Wir stellen unsere ganzen Sportplätze unentgeltlich den Vereinen zur Verfügung. Wir haben 2 Häuser der Vereine. Nicht bloß Kinderhäuser, wo die also ihre Vereinslokalitäten haben, wo die also dann auch entsprechend arbeiten können, auch wieder dann oft mit Kindern, Kinderprogramme selber machen. Also rund um diese Familie, Vereine, Bürgerinnen und Bürger, sagen wir, ein Lebensgefühl zu vermitteln, dass sie nicht fremd sind, wo sie sich aufhalten, sondern dass es ihre Heimat ist und dass sie sich hier auch wohlfühlen. Genau, also eine Wohlfühlgemeinde hier vor den Toren Münchens, lebens- und liebenswert in Unterschleißheim. Herr Zeitler, wir sehen uns nach einer kurzen Pause wieder. Wir schauen uns jetzt hier noch bei einigen Unternehmen in Unterschleißheim um.
Seit 2003 werden Haushalte in der Stadt Unterschleißheim mit Energie aus der Geothermieanlage versorgt. Aktuell sind es 2600 Wohnungen und ungefähr 176 Einfamilienhäuser. Das macht rund ein Viertel.